Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Wollen wir mal noch ganz kurz über Piastri sprechen? Das war ja auch der 2. August, an dem Abend, wo Marc ja auch dabei war bei unserer Rennanalyse zum Ungarn Grand Prix, wo dieses ganze Thema ja begonnen hatte, vielmehr dieses ganze Drama um Oscar Piastri, als Alpine vermeldet hatte, Piastri werde nächstes Jahr an der Seite von Esteban Ocon fahren. Und mitten in unserer Sendung eben kam das große Dementi von Piastri selber, dass er nächstes Jahr eben nicht für Alpine fahren wird. Und seither gab es ja diese ganze Thematik. Piastri hat sich ja die letzten Wochen auch zurückgehalten, hat sich ja nicht dazu geäußert. Und jetzt gab es also eine Entscheidung oder die Entscheidung des Schiedsgerichts, nämlich gestern, dass also der Vertrag mit McLaren wirksam ist, der von Alpine nicht. Hat dich das überrascht, Bernd? Aber ich weiß nicht, ich habe da gar keine Meinung dazu, wenn ich ganz ehrlich bin, ob mich das überrascht hat, weil ich natürlich die Inhalte logischerweise auch gar nicht kenne. Ich gehe da von vielen anderen Teamchefs. Ich kenne den Mark Webber ganz gut. Ich werde ihn auch demnächst mal ansprechen, wenn ich ihn wieder sehe, was da eigentlich im Background gelaufen ist, ob er da mal was erzählen darf oder kann oder überhaupt möchte. Ja, dann nimmst du bitte aber Kamera und Mikrofon mit, ne, dass wir das dann hier auch zeigen können. Nein, ich tue das an meinen eigenen Worten fassen. Dann ist der Mark aus dem Ding raus und es fällt alles auf mich zurück, wenn ich dann den Schmarrn erzähle. Nein, ich finde es menschlich so ein bisschen schade, ja. Klar ist Piastri echt ein riesengroßes Talent. Er ist gefördert worden. Er hat letztes Jahr die Formel 2 relativ souverän gewonnen und hat wirklich eine Bilderbuchkarriere. Und wenn du jetzt schon so knallhart da reinkommst in die Formel 1, ja, und da bin ich mal gespannt. Also er bestätigt sich mit Leistung für nächstes Jahr und dann ist er wirklich kann er schon ganz schnell und ganz großer werden, wenn er nächstes Jahr dem Lando Paroli bieten kann oder noch besser für ihn natürlich wäre, wenn er den bieten kann und vor Lando, weil den Lando schätze ich mal richtig pfeilschnell ein und wenn er dann noch schneller ist, dann wäre es fürs Team gut, natürlich für die Competition gut, aber das muss er erstmal herbekommen, weil da steigst du natürlich schon auf einem Level ein als Neuling in der Formel 1, gut, er ist schon Testkilometer gefahren und, aber sag mal, in so einem richtigen Rennwochenende bei McLaren einzusteigen, das hat der Letzte, der das sowas geschafft hat, war Verstappen und Lewis Hamilton, die halt direkt, sage ich mal, in Fahrzeuge reingekommen sind, die siegestauglich dementsprechend waren oder nahezu siegestauglich waren. Und dem Druck musste er erstmal standhalten. Und da bin ich gespannt, ob das Piastri so in dem Weg so hinkriegt. Also, da hat sich auf jeden Fall ein Stückchen Gewicht auf die Schultern draufgepackt und dann bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, vor allen Dingen auch wird es ja bis nächstes Jahr auch keiner vergessen, dieses ganze Theater da vielmehr um diese ganze Vertragspose und dass da natürlich auch die Erwartungshaltung ziemlich groß ist, weil wenn er die Ergebnisse nicht so liefert und dann erinnert sich jeder an das, was im August passiert ist, dann glaube ich, ist das ja auch nicht gerade so förderlich für Piastri. Lustigerweise, Wenn ich dann mal ganz kurz reingrätschen kann. Ja, also er kann, wie ich vorhin gesagt habe, kann über Sport uns alle mitnehmen und sagen, okay, gut, alles richtig gemacht, dort musst du hin, du musst dich der Aufgabe stellen, aber du musst dann auch direkt liefern, ja. Und ich weiß nicht, wie weit er denn überhaupt schon ist, ja. Und wenn du deine Karriere finanziert oder gefördert bekommst, ich sage jetzt mal fast schon finanziert, ja. Und du hast bis in die Formel 1 geschafft, ja, wo die allerwenigsten bloß hinkommen, die auch viel, viel Geld investiert haben, viel, viel Zeit investiert haben, die ganze Jugend investiert haben. Und dann bist du schon so abgebrüht, auch vom Management her. Und es ist jetzt nichts Negatives über Mark Webber. Ich schätze den Mark sehr, muss ich sagen. Aber da musst du schon von der ganz harten Sorte sein, weil, also ich hätte anders reagiert, aber vielleicht ist es aus dem Grund, dass mir nie was geworden, sagen wir, im Rennfahren oder nicht so viel geworden.
Und Ja, und da muss ich jetzt mal eingrätschen. Diese Formulierung ist ja sowas von negativ aus dir. Hallo? nein, Hallo? aber Also da ich glaube, musst du. jetzt gibt es gleich Shitstorm von unseren Zuschauern. Die Formulierung musst du zurücknehmen. Also hallo, aus dir ist eine Menge geworden. Da wäre, glaube ich, jeder neidisch von uns. Ja, aber ich will auf die Menschlichkeit nochmal zurück. Also ich wäre definitiv bei Alpha geblieben, weil man muss auch ganz einfach da loyal sein und sagen, pass mal auf, ich nehme das mit, ich bin happy, ich lerne da jetzt weiterhin. Und wenn ich dann wirklich der riesige Treffer bin, ja, dann habe ich auch noch ein Jahr darauf oder 2 Jahre darauf, sage ich mal, auch die Möglichkeit. Aber manchen geht es nicht schnell genug. Vielleicht ist auch die richtige Entscheidung. Ich kann nur von mir aus sagen, was ich denke. Ja, vor allen Dingen wird sich das ja auch erst nächstes Jahr beantworten, auch Genau. ob Alpine stärker ist oder ob McLaren stärker ist. Jedenfalls Alpine Teamchef Otmar Szafnauer hat im Sky-Interview erzählt, dass er Piastri über die Verkündung, also eben am Abend des 2. Augustes, informiert hat, als er eben im Simulator saß. Und laut Szafnauer soll Piastri dabei, Zitat, gelächelt und dabei dankbar gewesen sein. Piastri selber hat Folgendes gesagt, hat sich jetzt auch dazu geäußert, dass dies fälschlich verkündet wurde, war etwas, das mein Management und ich richtigstellen mussten. Und es gab auch mögliche rechtliche Konsequenzen, wenn wir die Ankündigung nicht dementiert hätten. Das war eine bizarre und offen gesagt verstörende Episode. Es geschah öffentlich vor einigen Teammitgliedern, die nichts von der Situation wussten und ich wollte vor ihnen keine Szene machen. Als wir unter vier Augen waren, erklärte ich Ottmar unsere Position und das, was ich ihm zuvor schon mehrfach gesagt oder was ihm schon mehrfach gesagt worden war, war die Äußerung von Piastri. Ist das wirklich so, dass du, wenn jetzt wie in diesem Fall Alpine etwas vermeldet und du das nicht gleich dementierst, dass dann rechtliche Konsequenzen einem drohen hätte, dann würde ja bedeuten, dass McLaren dann verwundert gewesen wäre, wenn sie es nicht dementiert hätten und dann mit rechtlichen Konsequenzen gedroht hätten. Ist das so? Weißt du das? Also gerade auch so mit so Weiß ich, aber Vertragsklauseln? kann ich mir natürlich schon gut vorstellen, dass da schon was drin war und im Endeffekt auf das, was McLaren aufgebaut hat mit Piastri, dass da vielleicht auch, sag ich mal, im Hause McLaren einiges dann schiefgelaufen wäre oder auch Partner, Sponsoren oder ich weiß ja nicht, was da im Background alles so abläuft, dass die dann verwundert gewesen wäre. Und dann kann ich mir das vorstellen, dass sie haben so reagieren müssen, ja. Aber ich lasse es doch eigentlich doch gar nicht so 100% so weit kommen. Da muss ich doch sagen, Leute, gebt mir ein bisschen mehr Luft und fragt mich auch, bevor ihr was verkündet, dass ich schon gar nicht in die Situation komme. Also da ist wirklich, sage ich mal, ja, ganz, ganz, ganz am Limit operiert worden. Das war also wie gesagt, ich bin nicht der Typ, wo solche Sachen angeht. Bei mir gibt es immer einen relativ klaren Weg. Und man kann jetzt sportlich gesehen eigentlich nur hoffen, dass es dann für Oskar dann auch dementsprechend positiv läuft im Sport. Aber menschlich hat er da sicherlich ein paar Kerben bekommen, die er erst wieder gut machen muss in der Zukunft. Es wäre ja auch gerade so gewesen, mal als banales Beispiel, bevor du ja zum ersten Mal bei uns warst, Bernd, wenn ich da quasi irgendwie schon ein paar Wochen vorher irgendwie so eine Pressemitteilung verschickt hätte, Bernd Mailänder, neuer Champ-One-Experte, und du hättest es mitbekommen, wäre es erstmal verdutzt gewesen, hä, davon weiß ich ja noch gar nichts, so nach dem Motto. Ne, das ist ja dann, wäre eine ähnliche Situation gewesen. Ne? Also das ist. Gut, jetzt wäre es bei mir nicht so schlimm gewesen, ja. Hätte mich auch Ja, aber anrufen ich meine jetzt müssen. Aber ja, klar. ne, vom Vorgang her. Ja, geht nicht. Also man spielt da nicht gegenseitig, man spielt es nicht so extrem aus. Also das finde ich nicht so, ja, so profihaft. Es bringt ja auch Unruhe rein. Also ich habe es immer ganz gern ruhig gehabt, wenn man klare, solide Wege hatte. Ich habe auch ein paar Mal Team gewechselt und sonstiges gesagt, aber für mich war es. Ich habe mich dann auch nicht immer lange hinhalten lassen. Ja, ja dann schauen mal oder sonst irgendwas. Habe ich gesagt, du, ich schaue jetzt nicht mehr zu. Ich brauche bis morgen eine Antwort. Und wenn ich keine habe, dann gucke ich mir nach was anderem um oder habe was anderes im Paddock gehabt. Und habe dann im Paddock gehabt und bin erst dann, sage ich mal, zur nächsten Station, aber auch hin und habe gesagt, so, jetzt können wir weiterreden. Und dann gucken wir, dass wir was Gemeinsames, was Schönes hinbekommen und was Erfolgreiches. Aber nicht beide irgendwo zu fördern und zu schröpfen und im Endeffekt dann einem den Joker geben und sagen, Ätschegerwele, das macht man nicht. Sind wir mal Und das lassen wir uns bei gespannt? dem Thema. Genau, das ist ein gutes Stichwort, nämlich wir sind am Ende der Sendung.
Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.